Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort Herr Kollege Dr. Albers. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen, meine Herren, Ihnen ist gerade einer der renommierten Krankenhausmanager dieser Republik abhanden gekommen, um daran anzuschließen. Und der ist Ihnen nicht etwa von der Fahne gegangen, weil er anderswo ein lukrativeres Angebot hätte. Der hat Ihnen die Brocken hingeschmissen, weil er schlicht und einfach mit Verlaub die Schnauze voll hatte. Seit 2007 im Amt hatte er es auch unter Rot-Rot sicher nicht immer ganz einfach, aber 14 Monate Rot-Schwarz, die haben ihm nun offenbar endgültig den Rest gegeben. Das ist eine schallende Ohrfeige für Ihre Krankenhauspolitik. Und natürlich ist das auch für Sie von hoher Aktualität. Ohne Geld, ohne Geschäftsführer und letztlich auch ohne Konzept für das größte kommunale Krankenhausunternehmen dieses Landes. Noch ein Problem mehr an der Backe. Da reicht Ihnen jemand die Quittung rüber für Ihre gesundheitspolitische Zechprellerei, bestellen, aber nicht bezahlen und dann auch noch ständig reinquatschen. Nun gut, stattdessen wollen wir heute über Pferdefleisch reden. Der Gaul ist Ihnen gerade zur rechten Zeit in die Lasagne geritten, nicht wahr? Ich wette darauf, während Sie hier auf Ihrem Pferdefleisch rumkauen, werden Ihre getreuen Knappen gleich wieder scharenweise wie zur großen Hofpause Reis ausnehmen vor Ihrer eigenen Aktualität. Aber was hätten Sie zu dem Rücktritt Bovelitz hier auch sagen wollen? Herr Ludewig, Herr Isenberg. Herr Isenberg schweigt betreten. Herr Ludewig schweigt sowieso. Der Gesundheitssenator spielt derweil am kleinen Katzentisch des Senats nichts hören, nichts sagen, nichts sehen und verschluckt dabei gerade heimlich die rausgerissene Seite 66 seines CDU-Wahlprogramms. Die Berliner CDU hat als einzige Partei ein langfristiges und ausfinanziertes Programm vorgelegt, das Charité und Vivantes endlich die notwendigen Investitionen sowie Planungssicherheit ermöglicht. Dieser Satz muss bei Bovelit mächtig Eindruck hinterlassen haben. Und der Finanzsenator auf seinem Ritt Tabula Rasa durch die öffentlichen Unternehmen schnitzt eine Kerbe mehr in seinen Colt, summt dabei leise das verpönte Lied von den 10 kleinen Nägerlein und lacht sich ins Fäustchen. Bei welcher Strophe sind wir da eigentlich angelangt? Ihr Schweigen ist nur die Erscheinungsform Ihrer Ratlosigkeit und sagt mehr, als es jede Ihrer Stellungnahmen könnte. Waren Sie doch immer voll des Lobes, wenn es um Vivantes ging? Hier geht ja keiner, der missgewirtschaftet hat oder ein kommunales Unternehmen an die Wand gefahren hätte, sondern jemand, unter dessen Führung es gelungen ist, unter schwierigen Ausgangsbedingungen ein kommunales Krankenhausunternehmen zu konsolidieren und in die schwarzen Zahlen zu bringen, bundesweit beispielhaft. Und das, obwohl das Land seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Krankenhäusern in dieser Stadt schon seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr nachkommt. Es wäre klug gewesen, sich hier heute dazu zu erklären, auch für die 14.000 Beschäftigten bei Vivantes, die seit Jahren auf Teil ihres Gehaltes verzichten und mit ihrem Engagement ganz wesentlich zu der Konsolidierung des Unternehmens beigetragen haben und die den Weg dieser Geschäftsführung bei aller notwendigen Kritik immer mitgegangen sind. Für diese Beschäftigten schaffen Sie auch durch Ihr Schweigen hier neue Unsicherheiten, denn die erinnern sich sehr wohl an Ihre letzte große Koalition, die kurz davor stand, die kommunalen Krankenhäuser zu verscherbeln. Deshalb hätten wir heute gerne etwas von Ihnen gehört. Wie ernst nehmen Sie denn in diesem Zusammenhang Ihren eigenen Koalitionsvertrag? Immerhin 11 Zeilen inklusive Überschrift umfasst darin der Abschnitt das Land als Eigentümer von Charité und Vivantes auf Seite 85. Schon mal gelesen? Vivantes ist das größte kommunale und erfolgreiche Krankenhausunternehmen in Deutschland und leistet einen erheblichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung Berlins. Die Koalition bekennt sich zu seiner, da steht wirklich seiner, die Stelle hat offenbar nie jemand gegengelesen, was auch etwas über den politischen Stellenwert dieses Abschnitts sagt, bekennt sich zu seiner Eigentümerverantwortung. Auf dieses Bekenntnis zur Zukunft unseres öffentlichen Berliner Krankenhausunternehmens warten wir dann heute hier wohl umsonst. Fällt Ihnen da keine Parallele auf? Vielleicht sollten wir in der Pferdefleischdebatte dann sozusagen unter Verbraucherschutzgesichtspunkten auch gleich Ihren Koalitionsvertrag mit abhandeln, denn geliefert wird auch da nicht, was draufsteht. Vielen Dank. Vielen Dank.